Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, heute mit drei wundervollen Apps. Erstens, ihr lernt den Mystery Room auf Aida Nova kennen. Zweitens, wir gehen nach Malaga, da gibt es Spezialitäten und schöne Gebäude. Und dann kommt der Magier Peter Wellens. Viel Spaß wünsche ich euch. Viele von euch haben mich gefragt, was ist eigentlich in diesem Mystery Room, was passiert da? Und da habe ich mir gedacht, da fahre ich doch mal für euch zur Aida Nova und dann gehen wir einfach mal zusammen rein und gucken uns das an. Viel Spaß! Ich stehe hier auf Aida Nova direkt vor dem Mystery Room und das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Für alle die noch nicht wissen, was das ist und wie das geht, erkläre ich es euch jetzt mal. Kommt mal mit rein. Alles fängt damit an, dass ihr in den Raum reingeht. Und da ist dann jemand, die Janina in diesem Fall, und die erklärt, was passieren muss. Ich ziehe mich zurück und euch wünsche ich viel Spaß. Bitteschön. Ja, ihr Lieben, dann auch hier herzlich willkommen in unserem schönen Mystery Room auf Aida Nova. Wir befinden uns hier im alten Büro von James Cook im 18. Jahrhundert auf dem Schiff. Und dieses Büro birgt ein Geheimnis, was es für euch gemeinsam als Team in den nächsten 45 Minuten zu lösen gilt. Sprecht so viel miteinander, wie es nur geht. Wenn irgendwer was gefunden hat, teilt es den anderen mit. Und dann werdet ihr das Abenteuer auch gut lösen können. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, viel Erfolg. Und dann vielleicht bis in 45 Minuten. Danke. Die Gruppe ist jetzt im Mystery Room. Sie fangen jetzt ihr Abenteuer an. Und ich bin hier im technischen Überwachungsraum. Von hier aus kann man alles sehen, was da drin passiert. Und die Janina gibt von hier auch Anweisungen. Kandidaten, die jetzt da drin sind, haben das Rätsel gelöst und jetzt bin ich so gespannt, wie es Ihnen gefallen hat. Fragen wir sie doch mal. Ihr habt es geschafft! Ihr habt das Abenteuer von James Cook gelöst. Herzlichen Glückwunsch! Danke. Ja, ich fand es mega, mega cool. Erst habe ich gedacht, wir schaffen es nicht in der Zeit, aber dann haben wir nochmal richtig Gas gegeben. Ja, also ich fand es auch mega cool, also vor allem auch mit der Gruppe da reinzugehen, gemeinsam die Rätsel zu lösen. Das war echt schon echt ein cooles Erlebnis. Ich würde es jedem mal empfehlen, mal zu machen. Also echt top Sache. Es war mega cool. Ich war schon in mehreren Mystery Rooms, aber es hat schon getoppt. Bei dir? Ja, es war mein erster Mystery Room und ich bin total begeistert. Ich fand es richtig cool. Und die Gruppe war halt auch einfach mega cool. Es hat richtig Spaß gemacht, die Rätsel zu lösen. Also definitiv eine Erfahrung wert. Das Besondere an unseren Reisen ist ja, dass man mal Städte kennenlernt, die man sonst gar nicht besucht hätte. Wie zum Beispiel Malaga. War ich persönlich noch nie. Unser Entertainment-Manager Schmitti, der war da. Und der hat Köstlichkeiten probiert und für euch ein bisschen von der Stadt was eingefangen. Mittlerweile sind wir in Malaga angekommen, einer tollen Aussichtsplattform. Wo fahren wir jetzt hin? Jetzt fahren wir in die Stadt und werden was essen und trinken. Was essen ist gut. Und was Leckeres. Was essen ist gut. Jetzt ist es soweit, jetzt gibt's was zu essen. Dori, komm. Guck mal da drüben, da wird schon kräftig am Schinken geschnitten. Und was gibt's dann? Oh, dann gibt es noch Käse, dann gibt es noch die spanischen Tortillas, dann gibt es noch die Croquetas und leckeren Wein. Okay, wo muss ich hin? Treppe hoch. Hoch, hoch. Okay, Treppe hoch. Wenn Basti das sagt. Was zu essen, was zu essen. Ganz schön voll hier. So, wir haben jetzt einen ganz exklusiven Platz bekommen. Also, das ist wirklich hier, das ist, ne? Vielen Dank, der beste Platz, den wir haben. Ah. Endlich gibt es den zweiten Gang zu essen und jetzt habe ich mal einen Spezialisten dazu geholt. Was ist denn das Leckeres? Das ist eine russische Salat. Die Russen waren bei uns nicht. Aber das ist wie eine Kartoffelsalat in Deutschland mit einer kleinen Spitze von unserer Gastronomie. Eine richtige Garnele. Garnele aus dem Mittelmeer. Und ein paar Kroketten mit unseren Hausgemächte-Traditionen. Ne? Wie unsere Omas, die Pucheros-Kroketten. Ne? Das ist der Name auf Spanisch.
Ein Traum. War's lecker? Super lecker, ganz toll. Was war besser, der Schinken oder der russische Salat? Beides. Jetzt haben wir gut gegessen, also ne, mir geht's gut. Guten Wein haben wir auch getrunken. Und ich würde sagen, jetzt erkunden wir noch ein bisschen die Stadt. Ein bisschen was von Malaga wollen wir ja auch noch sehen, oder? Wenn es um Gastkünstler geht, dann setzen wir auf Vielfalt. Und besonders gespannt sind wir, wenn Zauberer oder ein Magier an Bord ist. Wie Peter Wellens zum Beispiel. Und erzählt uns ein bisschen was aus seinem Leben und zeigt ein bisschen was aus seiner Show. Guck mal. Das ging eigentlich damit los, dass ich als Kind nach der Schule immer in die Bücherei gegangen bin und habe dort Zauberbücher ausgeliehen. Und warum auch immer, mich hat das unglaublich fasziniert, die erstens natürlich hinter die Trickgeheimnisse zu kommen. Und habe sozusagen dann sehr viele Zauberbücher gelesen und viel ausprobiert. Und so kam es peu à peu langsam dazu, dass ich Zauberkünstler werden wollte. So, nicht erschrecken, immer schön nach vorne gucken, Peter. Wichtig, immer lächeln. Es gibt ein Requisit, damit kann ich, glaube ich, weiß ich nicht, fast abendfüllend spielen. Und zwar ist das ein Kartenspiel. Ich habe immer ein Kartenspiel hier einstecken. Und damit kann ich eigentlich schon, wie gesagt, locker eine halbe Stunde Programm füllen. Und natürlich habe ich immer, benutze ich ganz gerne Zauberrequisiten, die jeder so am Mann hat, wie Münzen, eine Uhr oder ein Fingerring. Und Alltagsgegenstände ist eigentlich so das Beste zum Zaubern. Ich mache alles ganz, ganz langsam zum Mitschreiben. Schauen Sie genau hin, es geht jetzt los. 20-Euro-Schein, hier nichts, da nichts und jetzt geht's los. Ich falte den einmal, ich falte den ein zweites Mal, ein drittes Mal, insgesamt viermal, ganz, ganz klein zusammen. So, wenn ich jetzt schnipse, Peter, und den Geldschein genauso wieder auseinanderfalte, wie ich ihn zusammengefaltet habe, dann verwandelt sich der tatsächlich in einen echten 200... in einen 10-Euro-Schein. Wenn ich an Land mein abendfüllendes Programm spiele, dann kommen die Leute, die nehmen sie extra Zeit für den Abend. Die wissen, es erwartet sie eine Zaubershow, die zahlen dafür Eintritt. Und das ist natürlich ganz toll. Und hier hat man natürlich die Aufgabe, die Leute muss man für sich gewinnen. Das heißt, man braucht hier wirklich ein sehr starkes Programm, weil es gibt so viele Möglichkeiten, was die Leute parallel zu meiner Show noch machen könnten. Und das ist immer wieder eine neue Herausforderung, macht aber auch sehr viel Spaß. Und jetzt konzentrieren wir uns gemeinsam auf diesen Tisch. Moment, Moment, ja. Wir gehen einmal vorsichtig mit dem Fuß so unten durch. Okay, super, perfekt. Und wir gehen auch mal mit der Hand so oben drüber. Ah, okay, okay, okay. Wichtig, wir schauen auch einmal unter den Tisch. Okay, dann loslassen, loslassen. Freut mich, freut mich. Und wenn ihr euch von uns auch verzaubern lassen wollt oder mehr wissen wollt über uns, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Warnemünde und fahren als erstes nach Stavanger. Es geht weiter nach Oslo und Aarhus. Wir machen noch Halt in Kopenhagen und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Warnemünde. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder mit der wunderbarsten Musik von Bord. Diesmal die AIDA Stars von AIDA Bella. Viel Spaß bis zur nächsten Woche. Fire!